Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer ZIP2 History unter dem Titel Täter, Opfer und die Erinnerung. Ich stehe hier am Judenplatz in der Wiener Innenstadt. Hier steht das Mahnmal für die österreichischen Opfer der Shoah. 65.000 Jüdinnen und Juden aus Österreich sind in der Zeit zwischen 1938 und 1945 von den Nationalsozialisten ermordet worden. Je länger dieses dunkelste Kapitel der österreichischen Geschichte zurückliegt, desto häufiger hört man die Frage, was hat das mit mir zu tun? Und genau diese Frage wollen wir heute Abend aufgreifen. Wir wollen darüber sprechen, warum es so wichtig ist und so wichtig bleibt, sich der Geschichte dieses Landes zu stellen, die richtigen Lehren daraus zu ziehen und diese Lehren weiterzutragen. Das beantwortet uns unter anderem Margit Fischer, die Frau des ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer, die in der schwedischen Emigration geboren wurde, und Heinz Fischer selbst. Es ist uns aber auch ganz besonders wichtig, die junge Generation zu Wort kommen zu lassen. Viele Menschen in Österreich sind mit einer schweigenden Eltern- und Großelterngeneration aufgewachsen. Für viele Österreicherinnen und Österreicher waren die Erinnerungen an den Krieg, an Vertreibung, an Verlust und Verletzungen zu schmerzhaft, um darüber sprechen zu können oder sprechen zu wollen. Auch deshalb blieben viele Geschichten der Überlebenden des Holocausts unerzählt. Wir wollen jetzt eine erzählen. Es ist die Geschichte von Helga Feldner-Bustin. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester wurde sie als 14-Jährige in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Alle drei haben überlebt. Die Enkelin von Helga Feldner-Bustin, die Journalistin Anna Goldenberg, hat die Geschichte ihrer Familie aufgeschrieben und als Buch herausgegeben. Mein Kollege Patrick Ruska hat Großmutter und Enkelin getroffen. Man muss das ja alles aus der Perspektive einer 12-, 13-, 14-Jährigen sehen. Nicht? Heute habe ich ja viel dazugelernt und gelesen, aber damals musste ich diesen Judenstern tragen. Und meine Mutter hat absolut darauf geschaut, dass ich den auch wirklich trage. Denn den nicht zu tragen, war ja die sofortige Deportation. Damals waren schon massive Deportationen. Helga Feldner-Bustin hat bereits als Jugendliche zu spüren bekommen, als minderwertig zu gelten, auch wenn sie sich selbst nie so gefühlt hat. Da habe ich schon einige Schlüsselerlebnisse gehabt, wie zum Beispiel eine Frau, wie ich am Quai gegangen bin, gekommen ist, mir einfach gesagt hat, du Judensau, und mir auch ordentliche Watschen gegeben hat. Es gehört auch so zu den Negativerinnerungen. Auf der anderen Seite bin ich auch dort gegangen, zufällig an einer ähnlichen Stelle ist eine Frau gekommen und hat mir Sackel Obst in die Hand gedrückt, das damals schon eine Rarität war, und gesagt, du armes Kind. Das war also die Stimmung in der Bevölkerung sehr unterschiedlich. Das Verbot, weiter in ihre angestammte Schule zu gehen, hat sie als Kind besonders traumatisiert. Ich war da in der öffentlichen Volksschule in der Klibergasse. Und da waren nur zwei jüdische Kinder in der Klasse, noch ein Mädchen und ich. Und plötzlich ist der Direktor schon mit großen Parteiabzeichen gekommen und hat gesagt, die Pollack, das war ich, und die Kammermann sollen jetzt herauskommen. Und wir ahnungslos sind zu ihm gegangen und gesagt, ihr müsst sofort eure Sachen packen und die Schule verlassen. Wir können hier keine Juden dulden. Also das war sozusagen meine erste echte Konfrontation mit dem Antisemitismus. Vorher haben ja meine Eltern alles, was schlecht war, von uns ferngehalten. Nicht? Der Vater von Helga Feldner-Bustin wird bereits im Jahr 1938 in das KZ Buchenwald deportiert, 1944 dann nach Auschwitz. Zu diesem Zeitpunkt war Helga Feldner-Bustin bereits selbst im Konzentrationslager Theresienstadt, gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester, die sich freiwillig gemeldet haben, um sie nicht alleine zu lassen. In Theresienstadt das Wesentliche war das Ungeziefer, das kann man sich nicht vorstellen. Wie uns das geplagt hat, das Ungeziefer und der Hunger. Niemand heute kann sich vorstellen, wie ein echter Hunger ist. Also da habe ich schon sehr gelitten.
Alle drei haben das KZ überlebt, auch der Vater, der als einer der wenigen noch lebenden Juden im KZ Auschwitz befreit wurde. Jahrzehntelang hat sich kaum jemand in Österreich für die Familiengeschichte von Helga Feldner-Bustin interessiert. Also das war so, ich weiß nicht genau in welchem Jahr, hat uns die erste Nationalratspräsidentin, die Barbara Brammer, eingeladen, über unsere Vergangenheit zu sprechen. Und da war dann irgendwie so ein Umschwung in der Politik hier. Vorher hat man ja alles unter den Tisch gekehrt. Die Enkelin von Helga Feldner-Bustin, die Wiener Journalistin Anna Goldenberg, hat die Familiengeschichte 2018 in dem Buch Versteckte Jahre niedergeschrieben. Ich bin aus Wien und hier aufgewachsen und in die Schule gegangen und bin dann zum Studium erst nach England und dann in die USA gegangen. Und da ist mir dann zum ersten Mal aufgefallen, dass meine Familiengeschichte nicht so gewöhnlich ist, weil in Wien als Teenager hat man einfach nicht so drüber geredet. Aber dort haben mir dann die Leute Fragen gestellt und wollten wissen, wie das ist, Jüdin in Österreich, gibt es sowas überhaupt und wieso und wo kommen meine Großeltern her? Wie sehr spielt das Erinnern für beide eine wichtige Rolle? Ich glaube, es ist ein ganz guter Zugang, das über die eigene Familie zu machen. Und ich habe auch gemerkt, jetzt in den letzten 1,5 Jahren, seit dieses Buch herausgekommen ist und ich Lesungen gemacht habe und von Leserinnen und Lesern Reaktionen bekommen habe, dass es ein irrsinniges Bedürfnis gibt, über die eigene Familiengeschichte zu reden. Also ich werde dann oft nach irgendwelchen Lesungen, kommen dann Leute zu mir und wollen eigentlich nicht über mein Buch reden, sondern wollen mir ihre Familiengeschichte erzählen. Ich gehe jetzt hauptsächlich in die Schulen, weniger wegen des Antisemitismus, sondern wegen der Verfolgung von Minderheiten. Nicht, dass es nicht nur die Juden sind, sondern dass jetzt wieder in der Politik hochkommt, die anderen, ohne zu berücksichtigen, dass die anderen das sehr stark empfinden. Macht Ihnen das Angst? Ja, nein. Aber nicht Angst, aber Ärger. Denn, Gott, ich meine, meine Lebensspanne ist bald zu Ende, aber ich möchte doch gerne meine Nachkommen in einem Land sehen, wo Toleranz und Humanismus herrscht. Momentan sehe ich es eigentlich nicht. Wenn wir über die Verbrechen der Nationalsozialisten sprechen, dann beschäftigen wir uns aus guten Gründen sehr zentral mit den Geschichten der Opfer. Um wirklich zu verhindern, dass Ähnliches wie im Dritten Reich noch einmal passiert, muss man sich aber auch den Tätern widmen. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg war das nicht leicht. Hitler und Himmler haben sich durch Selbstmord der Verantwortung entzogen. Einige hohe Nazis sind beim Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg verurteilt worden. Viele Täter sind aber davongekommen, ohne sich für ihre Taten verantworten zu müssen. Der österreichische Autor Martin Pollack wollte verstehen, was seinen Vater dazu getrieben hat, zum Kriegsverbrecher zu werden. Was er herausgefunden hat, das hat er Andreas Mitschitz erzählt. Ein Ort des Erinnerns, des Gedenkens an die Opfer. Das frühere Konzentrationslager Mauthausen, das Symbol für den Naziterror auf österreichischem Boden. Etwa 100.000 Menschen sind hier umgebracht worden. Österreich hat sich mit der Erinnerung an die Nazi-Vergangenheit nicht immer leicht getan. Die Nachkriegsjustiz etwa ist mit der Verfolgung von Tätern schnell nachlässig geworden. Dieses Diktum Österreich ist das erste Opfer des Faschismus, hat man dankend zur Kenntnis genommen und hat damit ja gut gelebt. Also man hat sich schon in Österreich unglaublich vor diesen Dingen versteckt, nicht? Und hat das beschwiegen, verschwiegen, zugedeckt, verdrängt und so weiter. Für den Autor Martin Pollack war das Verdrängen keine Option. Der 75-jährige Schriftsteller macht das Erinnern, die Aufarbeitung von Geschichte, zum Thema seiner Bücher. Die Gründe dafür liegen in seiner eigenen Familiengeschichte. Väterlicherseits in meiner Familie waren alles wirklich hochgradige Nazi, die nie etwas zurückgenommen haben. Also mein Vater, Großvater, mein Onkel, Großonkel, alle, buchstäblich alle. Und das ist schon auch irgendwo, also ich habe nie irgendetwas so wie Schuld verspürt, das ist ja Unsinn, aber ich habe eine gewisse Verantwortung verspürt. Im Mittelpunkt steht Pollacks leiblicher Vater Gerhard Bast. SS-Sturmbannführer, Gestapo-Offizier
Leiter einer Einsatzgruppe in Polen und der Slowakei. Der war bei der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes 1944 beteiligt und hat dort eine wirklich üble Rolle gespielt. Wenn man dann erfährt, dass der Vater selber befohlen hat, eine Gruppe von polnischen Geiseln erschießen zu lassen, was völlig sinnlos war. Also wenn man dann diese konkreten Details recherchiert, konkrete Namen herausfindet, nicht, und konkrete Geschichten herausfindet, dann ist das schon extrem schmerzlich. In dem Buch Der Tote im Bunker hat Pollack die Rolle des Vaters, der 1947 auf der Flucht erschossen wurde, akribisch nachgezeichnet und sich auch die Frage nach dem Warum gestellt. Er war die große Liebe meiner Mutter. Er war ein guter Kumpel, er war ein guter Saufkumpan, er hat gern einiges getrunken. Und ich habe nur, wenn ich mit Leuten über ihn gesprochen habe, gesagt, Jesus, das war ein netter Mensch. Mari, also der, nein, das war wirklich so ein sympathischer Mensch. Nicht ein guter Kumpel, ein Bergsteiger und so weiter und so fort. Und trotzdem gibt es da irgendwo die Schwelle, nicht, die diese Leute überschreiten und das ja aus eigenem heraus. Viele Nazitäter haben sich nach dem Krieg auf Befehlsnotstand berufen. Ich habe meine Pflicht getan, ich konnte nicht anders. Martin Pollack bezweifelt das. Es gab Leute, die hatten nicht die Nerven oder moralische Bedenken oder was auch immer. Und die haben gesagt, nein, das nicht. Ja, ich meine, ich gehe an die Front und ich kämpfe und was der Teufel was. Aber so Massenerschießungen, jüdische Frauen, Kinder, nein. Und meines Wissens, und ich habe das ziemlich genau mich damit beschäftigt, ist den Leuten nichts passiert. Und ich frage mich, und das stellen mir auch oft bei Diskussionen Menschen die Frage, was hättest du in dieser Position, in dieser Situation gemacht? Muss ich immer sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich nehme nicht für mich in Anspruch, dass ich so ein geborener Demokrat bin und um Gottes Willen, mir wäre so etwas nie passiert. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Aus der Geschichte lernen, Martin Pollack nimmt das wörtlich. Ich glaube, wir können uns eben nicht erlauben, solche Dinge zu vergessen. Nicht? Das geht nicht, das ist nicht statthaft. Das widerstrebt mir auch. Nicht? Und ich nehme schon für mich in Anspruch, und das klingt jetzt vielleicht furchtbar pathetisch, dass wir das auch der nächsten Generation schuldig sind. Ich gehe ganz gerne in Schulen und diskutiere damit mit Schülern. Neben Mauthausen gibt es in Österreich unzählige Schauplätze von Nazi-Verbrechen. Martin Pollack spricht von kontaminierten Landschaften. Ich bin im Südburgenland zu Hause. Da gibt es einen kleinen Ort, Deutschschützen, wo ich meinen Wein kaufe. Wunderbaren Wein, ja, Rotwein, Zweigelt, Blaufränker, herrlich. Und in der Nähe von Deutschschützen, in so einem kleinen Waldstückchen, wurde vor 10, 15 Jahren ein Massengrab entdeckt. Ja. Ich glaube, 47 ungarische Juden, die dort ermordet wurden. Und eines macht dem Autor auch heute wieder Sorgen. Eben diese Brutalisierung der Sprache, nicht, dass man den anderen als Feind betrachtet, sofort ihn verächtlich macht, Flüchtlinge sowieso, also Migranten, Asylwerber und so weiter, nicht, die sind sowieso sofort als Feindbild geoutet. Und da müssen wir schon sehr, sehr vorsichtig sein. Nie wieder hat es auch in Österreich nach dem Holocaust geheißen. Diese Worte sind ein Auftrag und der müsse, so Martin Pollack, ständig mit neuem Leben erfüllt werden. 12 Jahre lang hat sie an der Seite ihres Mannes die Republik Österreich vertreten, das Land, das ihre Heimat ist, aber in dem sie nicht geboren wurde. Margit Fischer wurde in Stockholm geboren, wohin ihr Vater über Umwege vor den Nationalsozialisten geflüchtet ist. Wie hat die eigene Familiengeschichte Margit Fischer geprägt? Welche Lehren hat ihr Mann, der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer, aus der Familiengeschichte gezogen? Und wie halten die beiden als Eltern und Großeltern diese Geschichte lebendig? Das habe ich die beiden in einem großen Interview für die ZIP2 History gefragt. Frau Fischer, wir sitzen hier im Haus der Geschichte. Der Geschichte Österreichs, das Land, in dem Ihr Mann 12 Jahre lang Bundespräsident war, in dem Sie Jahrzehnte leben, aber in dem Sie nicht geboren sind. Sie sind in Schweden geboren, in der Emigration, erst mit 6 Jahren nach Wien gekommen. Wie hat sich dieser Wechsel in die damals Fremde für Sie damals angefühlt? Für mich war das nach Wien kommen, ja, ein Nachdenken, ein Fragen, warum, aber selbstverständlich macht man als Sechsjährige das, was die Eltern machen. Wir sind aus einem sauberen, intakten Stockholm in ein Wien gekommen, das noch zerbombt war.
in dem Besatzungssoldaten patrouilliert haben. Aber wir waren in Wien und meine Eltern wollten nach Wien. Sie wollten am Wiederaufbau des Landes, in dem sie geboren waren, mitwirken. Ihr Vater ist nach Schweden emigriert, war zuvor im KZ Buchenwald und in Dachau inhaftiert. Ihm ist dann die Flucht gelungen. Was hat das mit Ihnen gemacht, diese Familiengeschichte? Wie hat Sie das geprägt? Es war insgesamt ein Leben, sensibel umzugehen mit anderen. Und von Anfang an, soweit ich zurückdenken kann, Krieg verbessert keine Situation, Menschen umbringen verbessert keine Situation. Aufmerksam zu sein, auf Augenhöhe miteinander umzugehen. Und das hat uns, meine Geschwister und mich, unser Leben lang begleitet. Herr Dr. Fischer, als Sie Ihre Frau kennengelernt haben, waren Sie schon ein politischer, ein politisierter Mensch. Inwieweit hat die Familiengeschichte Ihrer Frau, das, was Sie von Ihren dann Schwiegereltern erfahren haben, Sie geprägt? Inwiefern ist das in Ihre Politik und in Ihre Haltung eingeflossen? Also ich muss vorausschicken, dass meine Eltern die Eltern der Margit gekannt haben. Und für mich war der Vater der Margit schon ein Begriff als jemand, der Studenten unterstützt hat und die Möglichkeiten der städtischen Versicherung für Studentenheime und für Studentenfürsorge benutzt hat, sodass ich da mal eine positive Grundeinstellung gehabt habe. Und auch meine eigenen Eltern haben mir viel erzählt. Mein Vater hatte sich im Jahr 1938 auch bemüht um ein Visum zur Auswanderung nach Australien, weil er im ersten Schock nichts wie weg wollte. Aber er hat dieses Visum nicht bekommen und hat sich halt durchgeschlagen durch die Zeit des Krieges und des Faschismus, hat seine Anstellung bei der Gemeinde Graz verloren, ist mit seiner Schwester, mit seiner verheirateten Schwester in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Das war alles sehr schwierig und daher war auch ich ähnlich geprägt wie die Margit, nämlich Krieg, Faschismus, Gewalt, das ist schrecklich, wir brauchen ein internationales Denken, wir müssen die Grenzen einer Nation oder einer Rasse oder einer Religion überschreiten. Wir müssen andere Menschen als absolut gleichwertig und gleichberechtigt betrachten. Das ist, was ich von meinen eigenen Eltern mitbekommen habe und besonders plastisch auch von den Eltern der Margit. Sie haben, Frau Fischer, ganz nahe Angehörige nie kennengelernt, weil es eben das Dritte Reich gegeben hat. Wie wichtig war für Sie und Ihre Familie, sich mit diesem Thema Schuld auseinanderzusetzen? Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das hat uns schon beschäftigt und es war auch wichtig, dass irgendwann eine Entschuldigung kommt? Oder war dieser Wunsch, nichts mehr damit zu tun haben, so groß, dass das Thema Schuld gar keine große Rolle gespielt hat? Also ich glaube, mein Vater war toleranter, nicht den Nazis und den Verbrechern gegenüber, die also wirklich da ermordet haben, aber dem Gros der Bevölkerung, die da ja eigentlich keine andere Wahl gehabt haben. Es hätten ja nicht alle auswandern können. Dass viele am Anfang 38 auch nicht gewusst haben, was auf sie zukommt, weil sie unpolitisch und sich auch nicht damit beschäftigt haben, was es bedeutet, wenn Hitler an die Macht kommt. Die Ereignisse des Jahres 1938, Herr Dr. Fischer, und natürlich was davor passiert ist, zeigen, wie schnell eine Gesellschaft kippen kann, wie schnell eine Demokratie kippen kann. Was können, was sollen, was müssen die Lehren sein, die Politikerinnen und Politiker heute daraus ziehen? Ja, Sie haben recht, wenn Sie sagen, wir haben gelernt im 20. Jahrhundert, dass die Demokratie, so traurig das ist, nicht unzerstörbar ist und dass, wenn man die Demokratie erkämpft, dass man noch nicht die Hände in den Schoß legen kann, sondern dass man weiterhin ein bewusster und aktiver Demokrat sein muss. Nur auf der anderen Seite, der 12. März 1938 oder der Sieg Hitlers in Deutschland im Jahr 1933, im Jänner, ist nicht ganz plötzlich vom Himmel gefallen. Das hat schon seine lange
Vorgeschichte gehabt. Wir müssen uns nicht fürchten, dass wir heute ein gefestigter demokratischer Staat sind und nächsten Monat auf einmal entsteht eine Diktatur, sondern da muss es einen langen Vorlaufprozess geben. Und in diesem Vorlaufprozess müssen wir wachsam sein, müssen wir vorsichtig sein, müssen argumentieren, dürfen nicht einfach zu feig sein, den Mund zu halten, sondern müssen das, was an den Nationalsozialismus erinnern könnte und was in dieselbe Richtung führen könnte, aufzeigen und Position beziehen. Frau Fischer, Sie haben vorhin erzählt, in Ihrer Familie, mit Ihren Eltern war das immer Thema, war Ihre Geschichte immer Thema. Nun haben Sie selber Kinder, Sie haben Enkelkinder. Wie halten Sie es da mit dieser Familiengeschichte, mit dem Weitertragen von Erinnerungen? Ihre Biografie heißt ja, was wir weitergeben. Also Sie wollen etwas weitergeben, aber wie machen Sie das? Ja, ich glaube, das ist, da gibt es kein Rezept, sondern ich habe versucht, über Geschichten, über Lieder, über die Sprache Familiengeschichte weiterzugeben. Zum Beispiel, ich bin aufgewachsen mit schwedischen Kinderliedern, mit schwedischen Geschichten, mit der Pippi Langstrumpf. Ich habe eines der ersten Exemplare überhaupt, die alle wir Kinder aus Bullerbü erschienen sind, auf Schwedisch zu Hause noch. Und das weiterzugeben, und ich weiß, dass meine Enkelmädchen wahnsinnig gern schwedische Lieder singen jetzt. Also da knüpft man an eine Familientradition. Die Großmama und auch noch die nächste Generation, die älteste Enkeltochter, hat den Vornamen meiner Mutter. Also da wird angeknüpft an die Vorfahren. Jetzt gibt es ja Menschen in Österreich, die sind glücklicherweise verschont worden von solchen Geschichten, wie Sie sie erlebt haben oder Ihre Verwandten sie erlebt haben, oder deren Eltern- und Großelterngeneration ist auch verschont worden. Und da gibt es auch einige, die sagen, was hat das alles mit mir zu tun? Was antworten Sie darauf? Man kann nur aus der Geschichte lernen und insofern lernen, dass wir aufmerksam sind, dass verhaltensweise Diskreditierungen von Bevölkerungsgruppen, dass man das aufzeigt, so geht das nicht. Und einmal waren es die Juden, die also da in der Zwischenkriegszeit für alles herhalten mussten, jetzt sind es manche Moslems oder andere Bevölkerungsgruppen, andere Flüchtlinge, die also ähnlich stigmatisiert werden und nicht zugelassen werden, in die Gesellschaft eingelassen zu werden. Herr Dr. Fischer, wir haben im Frühling ein Interview miteinander gemacht und Sie haben damals gesagt, die Lehren aus dem Nationalsozialismus verflüchtigen sich. Was kann man tun, damit das nicht passiert? Ja, ich bin grundsätzlich der Meinung, dass wir aus der Geschichte durchaus lernen und dass sich das gar nicht vermeiden lässt, dass man aus der Geschichte lernt, weil man natürlich geprägt ist von der Geschichte, aber dass diese Lehren aus der Geschichte nicht dauernd anhalten und dass sich die Lehren aus der Geschichte verflüchtigen und dass vor allem die Generationen, die diese Lehren aus der Geschichte gezogen hat, irgendwann abtreten und die nachfolgenden Generationen dann diesen Erlebnis Wert und diese persönlichen Erlebnisse nicht haben. Daher ist die Schlussfolgerung, die Geschichte weiterzugeben, dem Geschichtsunterricht und dem Zeitgeschichteunterricht viel Raum einzuräumen, mit den eigenen Kindern auch über die Geschichte und Vorgeschichte zu reden und alles zu tun, damit gewisse gravierende Ereignisse, die das Leben der Menschen in einem Land stark betreffen, dass die nicht verschwimmen und verloren gehen, sondern dass das wirklich präsent bleibt. Lassen Sie mich abschließend noch fragen, welche Lehren Sie als Politiker gezogen haben. Das haben wir ja in den vergangenen Jahrzehnten gesehen. Welchen Stellenwert es immer noch in Ihrem Leben hat, die Geschichte weiterzutragen, zeigt sich auch dadurch, dass Sie im vergangenen Jahr für die Republik das Gedenkjahr koordiniert haben. Aber was macht eigentlich der Vater und Großvater Heinz Fischer, um die Geschichte, auch die gemeinsame Familiengeschichte, weiterzutragen und lebendig zu halten? Also meine Kinder, wenn ich sie zum Beispiel die Enkelkinder am Abend schlafen lege, sage ich, soll ich euch was vorlesen aus einem Märchenbuch? Und dann sagen beide unisono immer, nein, erzähl bitte uns erzähl uns was. Erzähl uns ja was, wie du jung warst. Erzähl uns was aus deinem Leben. Also
wenn ich Zeit habe, wenn ich bereit bin, mich mit Ihnen zu beschäftigen, wollen Sie nicht, dass ich Ihnen irgendein Märchenbuch vorlese, sondern Sie wollen Erzählungen hören. Sie wollen hören, wie es mir gegangen ist als Kind, was ich erlebt habe, was mir wichtig war, wer meine Freunde sind, welche Streiche ich gespielt habe, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat. Und da kann man sehr viel unterbringen an Werten und auch an Idealen und auch an Kritik an bestimmten Verhaltensweisen. Dazu, ich glaube, insofern die zwei, jetzt 6 und 10 Jahre alt oder auch die 8-Jährige, dass sie wissen, dass meine Großeltern ermordet worden sind. Und man kann darüber reden. Und man kann sie auch auf die Gräber mitnehmen, wo in Memoriam deren Namen eingraviert sind und darüber sprechen. Es geht, man darf sie nur nicht überlasten oder man muss also das im Zuge eines behutsamen Ausflugs machen und aufbauen. Aber es geht. Margit Fischer, Heinz Fischer, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Wir haben jetzt von Menschen gehört, die Geschichte und die Auseinandersetzung damit innerhalb ihrer Familie erlebt haben. Das können nicht alle. Vor allem viele junge Menschen haben diese Möglichkeit nicht oder nicht mehr. Der Verein Erinnern.at versucht dem entgegenzuwirken. Er bringt die junge Generation mit Überlebenden des Naziregimes direkt zusammen. Und so gehen hochbetagte Menschen in Österreich Schulen, um zu erzählen, was sie erlebt haben, um die Erinnerung wachzuhalten und den Sinn für Verantwortung zu erwecken. Eine dieser engagierten Frauen ist Gertraud Fletzberger. Matthias Schmelzer hat sie begleitet. Gertraud Fletzberger auf dem Weg in die 4B des Döblinger Gymnasiums. Die 87-Jährige freut sich auf die Begegnung mit den 14-Jährigen. Ich suche mir auch gern dieses Alter aus, weil sie Schüler dann in einem sensiblen Alter sind, wo ich denke, dass ich eine gewisse Chance habe, dass das, was ich erzähle oder das, was ich rüberbringen will, nicht nur für einige Zeit bleibt, sondern dass es vielleicht, ja, hoffentlich für immer bleibt. Herzlich willkommen, Frau Fletzberger. Danke für die Einladung. 2 Stunden wird Ihr Vortrag dauern. Die Konzentration auf beiden Seiten ist eindrucksvoll. Gertraud Fletzberger beginnt im Jahr 1938, als die Nazis in Österreich einmarschierten. Da war sie 6 Jahre alt und ihr 10 Jahre alter Bruder kam mit einer verstörenden Erzählung über den Lehrer an seiner Schule nach Hause. Und hat gesagt, heute mussten 2 Schüler aus der Klasse nach vorne kommen. Und er hat dann zur Klasse gesagt, diese beiden, die sind Juden und die wollen wir nicht. Und deswegen könnt ihr mit denen machen, was ihr wollt. Ihr könnt sie beschimpfen, ja, ihr könnt sie sogar schlagen. Und tatsächlich sind ein paar Buben nach vorne gegangen und haben die beiden geohrfeigt. Die Familie geriet selbst in Gefahr, weil der Vater nach den Rassengesetzen der Nazis Jude war. Die Eltern schafften es, ihre 3 Kinder mit einem Kindertransport zu Pflegefamilien in Schweden in Sicherheit zu bringen. Beim Umsteigen in Berlin wurden die Geschwister vorübergehend getrennt. Gertrauds jüngere Schwester blieb allein zurück. Traumatische Momente, ehe die Betreuer auch sie nachholten. Es hat sie wirklich ein ganzes Leben verfolgt. Dieses einsame, 5 Jahre alte Mädchen ist allein am dunklen Bahnhof gestanden und hat gehofft, dass jemand kommt und sie abholt. Die Mutter konnte bald nach Schweden nachkommen, der Vater, als der Krieg zu Ende war. 1947 kehrte die Familie nach Österreich zurück und musste feststellen, dass sich nichts geändert hatte. Denn man kann einen Kopf nicht umdrehen von heute auf morgen, nicht von einer Stunde auf die andere, nicht in kurzer Zeit, wenn es überhaupt geht. Denn das, was hier gemacht wurde und in die Köpfe gesetzt hätte, in die Seele hineingesetzt wurde, das ist natürlich kaum wegzubringen. Wenn und wenn, dann braucht es sehr lange dazu. Sie schließt den Vortrag mit einem Appell. Ihr sollt wissen, ihr, die hier sitzt, wir alle, nicht nur ihr, wir alle, die wir hier sind, wir alle haben die Verantwortung für unsere Zeit, für diese Zeit, die heute läuft. Es kommen viele Fragen, 2 Beispiele. Was war denn das prägendste Ereignis in Ihrer ganzen Geschichte, jetzt so, was Sie uns erzählt haben? Prägend war vor allem die Minuten, wo ich kapiert habe, dass ich allein bin.
dass ich zum ersten Mal in meinem Leben allein bin, ohne Eltern, ohne Geschwister und dass ich jetzt auf mich selbst gestellt bin. Das, glaube ich, ist das, was mich am meisten geprägt hat. War Ihnen das alles so, also bewusst, so mit 6 Jahren, dass es bald Krieg geben wird und so, wie Sie weggegangen sind? Meine Geschwister und ich haben ja nie gewusst, eigentlich, warum wir weg mussten. Wir haben nicht gewusst, dass wir Juden sind. Wir haben gar nicht gewusst, was Juden sind. Wir waren ja evangelisch. Mein Vater hat meinem Bruder und mir, wir waren ja die Größeren, gesagt, es würde Krieg kommen. Deswegen müssten wir weg. Und Schweden läge so hoch oben im Norden, dorthin würde der Krieg schon nicht kommen. Gertrud Fletzberger will Mut machen, hellhörig sein, nicht zum Mitläufer werden. Das ist ihr Anliegen. Das Wort beachten. Auf das Wort folgt die Tat, um das kurz zusammenzufassen. Und wenn man das Wort beachtet, weiß man auch, was folgen muss und kann. Mich hat am meisten beeindruckt einfach, wie sie dann an diesem Bahnhof steht, ganz alleine. Und dann denkt man sich doch sicher, was soll ich jetzt tun? Keiner kann sich in diese Situation hineinversetzen. Ich habe auch 2 Brüder und ich könnte mir das auch nicht vorstellen, dann in ein anderes Land ziehen zu müssen und ums Leben fürchten zu müssen, wenn man hier bleiben würde. Also ich könnte mir das echt nicht vorstellen. Der Abschied von der 4B dann auf Schwedisch. Ni var en underbar klass, en fantastisk klass som gjorde, lyssnade och hörde på vad jag sa. Tack sedan du, tack så mycket för allt. Gertrud Fletzberger, eine starke und unglaublich wichtige Stimme. Diese Stimmen werden weniger, umso wichtiger ist es, sie zu hören und das, was man hört, mitzunehmen in die Gegenwart und in künftige Generationen. Wir sind am Ende dieser ZIP2 History. Im Namen aller, die an dieser Sendung unter der Leitung von Matthias Schmelzer gearbeitet haben, danke fürs Zuschauen und noch einen guten Abend.